Moin moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4. Und wir haben so ein paar schöne Kriege hinter uns und ich plane natürlich gleich den nächsten. Wir werden gleich wieder zwei Kriege parallel führen. Auf der einen Seite greifen wir den Jemen an und da kümmert sich diese Armee drum. Die eine wird, denke ich, ausreichen oder... Wir schicken mal zwei hin, das schadet nicht. Die beiden kümmern sich dann zusammen um den Jemen und eventuell noch um Wasagali, wenn die mitziehen. Diese Armee wird jetzt erstmal Ardalan erobern und dann in Richtung Balkan, bis wir Bosnien und Serbien endlich haben. Und noch ein dritter Punkt, den ich total vergessen habe. Wir haben Chiva entlassen und haben sie vergessen. Wir können sie zwar nicht vassalisieren, weil sie technologisch nicht auf unserem Level sind, aber wir können sie sehr wohl zum Protektorat machen. Und da sie nicht wachsen und da sie nicht groß wachsen werden dadurch wahrscheinlich, wenn sie immer noch mächtige Nachbarn haben. Sie stehen einfach nur unter unserem Schutz, werden schnell attacken und werden dann eventuell zu unserem Vasallen. Von daher mache ich das an der Stelle gerne. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Chiba wird unser Vasall. Okay, das wird noch nicht richtig angezeigt. Gucken wir mal. Okay. Durch das... es scheint ein bisschen verpackt zu sein gerade. Wir haben hier Platzhalter. Auch gut. Okay. Iskender Herseki, einer unserer Berater, fragt uns, ob wir Stabilität oder eben Prestige wollen. Und da wir 99 Prestige haben, nehmen wir die Stabilität und plus 10% Spionageabwehr. Ja, kann man was mit anfangen. Ich habe übrigens gerade einfach nochmal ein paar wichtige Provinzen markiert. Für uns persönlich. Hier war es. Einfach nochmal so quasi die Blöcke, so nach dem Motto, wenn ihr da Nachbarschaft habt, fingiert euch Ansprüche. Ja, it's as simple as that. Und ich glaube, für Rajasan werde ich das tatsächlich mal mit Litauen machen. Stopp. Diplomatie. Ich. So, danke. Okay. Ja, wie gesagt, zwei Kriege stehen an. Hier Serbien, Bosnien. Und Bosnien will anscheinend Venedig Ärger machen. Und auf der anderen Seite eben da. Und Alexandria, stimmt. Die Revolte habe ich total vergessen. Die steht ja noch an. Es stehen ja sogar noch so ein paar Revolten an. Gut. Die sollen sich mal bei Alexandria sammeln. Alle beide. Und du sollst schon hier rummarschieren. Das hat den Grund, dass ich dich darum geschickt habe. So. Die sind fertig. Die können wieder nach Moskau. Und ich wähle jetzt mal schon meine einheimischen Politik. Und wenn ich bedenke, dass in dem Gebiet, das sie kolonisieren wollen, sehr viele aggressive Eingeborenen sind, nehme ich, glaube ich, die Assimilation der Eingeborenen. Senkt die, also verhindert Aufstände komplett. Und jetzt interessiert mich eins, mir ist nämlich was aufgefallen. Ich habe jetzt nebenbei mal natürlich geguckt, wie geht es eigentlich voran mit unseren Institutionen. Und der Kolonialismus ist noch nicht so ganz bei uns angekommen. Also in Albanien hier geht es mittlerweile, nee, nicht in Albanien, in Janja geht es los. Die erste Provinz bei uns, die überhaupt was bekommt, weil Nachbarprovinzen Kolonialismus haben hier hinten. Aber, gucken wir mal, plus 0,93. Weil eine angrenzende befreundete Provinz, die dieses Ding hat. Dass ich jetzt eine Kolonialdingens festgelegt habe, reicht wahrscheinlich noch nicht, damit wir diesen anderen erfüllen. Nein, wir sind kein koloniales Heimatland. Okay. Gut, schade. Wird also weiterhin ewig dauern, bis wir das Ding haben. Aber, naja, wir bekommen es irgendwann schon. Hoffentlich. Nein, Nugget, du kriegst keine Staatsehe mehr von mir. So. Urmia. Die nächste Revolte. Aber so langsam entwickelt sich... Okay, nein. Ich wollte gerade sagen, so langsam haben wir unsere Ruhe, aber... Wer hätte das gedacht? Unsere ganzen Verbündeten, unsere ganzen Vasallen haben noch enorme Probleme mit Rebellen. Aber noch eine Idee. Was kann man denn hier mit Shiva machen in dem Fenster? Wir können Handel umleiten, was ihr Freiheitsstreben erhöht. Werde ich wahrscheinlich gleich machen. Auch wenn es uns nichts bringt. Und der Rest ist gerade relativ uninteressant. Aber wir könnten theoretisch sie zum Protektorat machen und das Land von ihnen nehmen. Das ist interessant. Können ihr Freiheitsstreben senken. Für 33% ihres Armeeunterhalts. Das ist interessant. Und es macht sie stärker. Vor allem, weil es bei denen nicht teuer sein wird. Das merke ich mir auf jeden Fall für später. Falls wir mal mit Protektoraten arbeiten wollen. Aber was mit der Handelsmacht, machen wir doch mal. Die haben nämlich trotzdem null freies Streben.
Neiser. Mensch, 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 dass die nicht mehr hier Ruhe geben können. Das gibt's doch gar nicht. So. Okay, das ist erledigt. Du marschierst jetzt hier hin. Du führst da gleich einen Krieg, egal was sonst so ist. Die beiden kümmern sich um sämtliche Rebellen. Und vernichten diese Armee jetzt einfach schnell, bitte. Das war überraschend knapp, aber es hat geklappt. Ja. Gut, die kümmern sich selbst darum. Ihr marschiert schon mal nach Süden. Ihr macht Belagerung. Nogai hat noch welche. Und ich habe Schiiten in Sirwan. Okay. Ja, das wird schon. Gehe ich zumindest mal von aus. Ja, da sind die von Nogai und an die komme ich leider nicht dran. Nicht unmittelbar zumindest. Die müssen erstmal was erobern und dann runterkommen. Weil ich das Gebiet einfach nicht entdeckt habe. Aber da kommt mir eine Idee. Nogai, ihr solltet Karten mit mir teilen. Diese Funktion gibt es doch. Warum nutze ich sie nicht? Ist die bei Wirtschaft? Nein, geht nicht, weil sie untergeben sind, oder was? Na super. Niemand würde mit mir Karten teilen hier in dem Bereich. Das ist schade drum. Hier, sind. Könnt ihr mir was über den Ural sagen? Oh ja, und machen sie sogar. Kostet uns Prestige, aber wir entdecken das Ganze. Das ist für uns natürlich sehr interessant gerade. Dankeschön. Es gibt uns nämlich so ein paar Möglichkeiten. Unter anderem das hier. Gut, das ist jetzt nur eine Provinz und bringt uns nicht viel, aber trotzdem. Und wir sehen die Rebellen. Das ist schon mal Fortschritt. So. Passt. Geht voran soweit. Dann fliegt jetzt auch nach Süden in Richtung Jemen. Und dann kann ich demnächst auch noch hier Kriege führen. Gegen Alodien zum Beispiel. Also was zum Beispiel auch eine Möglichkeit wäre, wäre, wenn wir uns demnächst die religiösen Ideen nehmen. Können wir problemlos alles bekehren und haben den Kriegsgrund. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee, wenn wir uns das demnächst holen. Dann werde ich vielleicht nochmal meine aktuelle Planung umschmeißen. Die sieht nämlich gerade noch ein bisschen anders aus. Aber ich denke mir generell, wir hätten die expansionistischen Ideen nicht nehmen sollen. Das war ein Fehler. Das hätten wir anders machen sollen. Aber gut. Geld spielt keine Rolle. Gib mir Zeug. Gib mir Stuff. Okay. Rebellen. Kümmere ich mich sofort drum. Aber vor allem Kernprovinzen bis zum Umfallen. Da kümmerst du dich im Nachhinein drum. Machen wir erstmal so. Werde es jetzt sowieso im Auge behalten. So, Baschgerit. Dann marschier bitte da hoch. Schlag da die Armee. Dann marschieren wir runter, schlagen die anderen Rebellen und ignorieren hier einfach gekonnt, dass wir, dass das besetzt ist, weil das kann sich nur geil selbst befreien. Das kriegen die schon hin. Für so klug halte ich die Jungs dann doch. Und du musst langsam keine Flotten mehr jagen. Das hat sich erledigt. Fahr bitte nach Ilbasan. Nach Albanien. Und reparier dich. So. Die sind geschlagen. Sehr schön. Oh, ich kann Missionen auswählen. Erober Tunesien. Sogar mit fancy Text hier, mit was ganz Besonderem. Sollte Tunesien in christliche Hände fallen, wäre unsere Herrschaft in Nordafrika bedroht. Die ansässige Bevölkerung leidet unter dem enormen Druck der Christen und würde unsere Truppen als Befreier und Beschützer willkommen heißen. Würde uns Ansprüche auf ganz Tunesien geben und uns Handelseffizienz bringen, was sehr interessant ist. Aber erstmal, wir sind schon dabei, Nogai zu integrieren. Dementsprechend mache ich das gerne. Füllt unsere Kassen, machen wir vielleicht irgendwann später, aber erstmal integrieren wir Nogai. So. Und wir erklären dann mal Krieg. Wird, glaube ich, Zeit, Leute. Ich will Serbien jetzt vernichten, meine Freunde. Oder vielleicht auch einfach Bosnien, wir gucken mal. Legen wir los. Frankreich fördert Kolonialismus, Österreich ebenfalls. Ilam, die nächste Revolte. Wer hätte damit noch gerechnet, dass es hier Revolten geben könnte? Und ich habe noch Waffenruhe mit Jemen. Wie lange denn noch? Okay, ist fast vorbei. Gut, ich schicke eine Armee hier hoch, die Rebellen. Und schicke im Januar die andere Armee da rein. So.
Der Blick nach Montenegro. Timor greift Usbekistan an. Okay. Da ist Jemen. Krieg möge beginnen. Es geht primär um meine Provinzen hier in diesem Krieg. Das ist das Wichtige. Alles andere ist Nebensache. Und Vasangadi hilft nicht mit. Das war zu erwarten. Wir schlagen die Rebellen hier. Perfekt. Ihr könnt wieder nach Norden, nach Moskau. Ihr könnt die Provinz zurückholen und dann vielleicht mit nach Jemen. Stört mich ein bisschen, dass die hier drin stehen und ich deswegen totale Verluste bekomme. Sie übrigens auch. Also die stehen jetzt halt einfach da drin, weil wir beide Zermürbung kriegen und das ist denen egal. Ihr kümmert euch darum. Also so langsam müssten wir aber mal fertig sein damit, Leute. So langsam reicht's. Die ganze Unterstützung kommt hier an bei Bosnien und Serbien. Sehr schön. Alle meine Vasallen helfen mit. Jeder will einmal draufhauen. Finde ich nett von euch. Ist echt cool. Ich mag das. Gute Vasallen, brave Vasallen. Fein gemacht. So, Persien ist keine Großmacht mehr. Ihr marschiert Richtung Süden. Und mir fällt gerade auf, ich habe immer noch vergessen, hier in der neue Provinz reinzupacken. Nehmen wir doch mal Childir. Bekehren wir sie. Halaib ist eine Kernprovinz. Ja, jetzt haben wir alle unsere Provinzen gekort wieder mal. Und das wird teuer, wenn wir das nächste Mal States bekommen. Wenn ich darüber nachdenke, sollte ich Ansprüche auf die Mamelucken fingieren, damit wir die endlich vernichten können. Ich brauche wirklich mal einen anderen Kriegsgrund. Also ich glaube, wenn ich jetzt schon Imperialismus hätte, ich würde einfach alles vernichten. Aber komplett vernichten. Die hätten nichts mehr zu lachen. Ah, kein Wipe leider. Teilen wir uns mal ein bisschen auf für die Belagerung. Also, die Reformation unterteilt sich. Dann wird es auch bald Zeit für die Religionskriege. Und das in Ungarn, das ist interessant. Wenn Ungarn jetzt protestantisch wird, das könnte zu interessanten Verhältnissen führen. Das ist... Muss man mal gucken. Ihr macht weiter. Hier geht es sowieso super voran. Ich übertrage natürlich einfach mal alles an Montenegro. Die kriegen das Ding immerhin auch. Und sollen sich bitte mal das hier selbst besetzen. Und mir ein bisschen Zeit sparen. Österreich bleibt weiterhin Kaiser. Und ich habe einen Kriegsgrund gegen Adjuran bekommen, die Vasangali einfach mal fast komplett annektiert haben. Okay. Ich glaube, ich werde dann bei Gelegenheit doch nochmal Krieg gegen Vasangali führen und die einfach schlucken. Gut, es dauert ein bisschen, aber trotzdem. Adjuran ist jetzt da. Verbündet mit Mombasa. Ja, ich glaube, da können wir demnächst Krieg führen. Das haben sie sich ja gerade... Haben sie ja gerade schon gezeigt. Die wollen mir Land geben. Man merkt's. Sie haben sich hingestellt und gesagt, ja, wir holen uns hier Land, auf das ihr Ansprüche habt. Es war ein Fehler, meine Freunde. Es war ein großer Fehler. Das hättet ihr so vielleicht nicht tun sollen. Warte, Österreich und Ungarn rivalisiert? Tatsache. Ist Ungarn denn auch reformiert geworden? Nein. Das ist interessant. Hat Österreich die Mission für die Personalunion? Nein. Okay, Österreich und Ungarn hassen sich. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Fällt mir was ein. Ich hab's vergessen vorhin. Die diplomatische Hilfe anfordern und ähnliches. Ich hab's einfach vergessen. Verdammt. Dann nehme ich jetzt die Lundenstoßmuskete schon mal. Und dann hole ich mir mal die ganzen Sachen. Ich möchte das Parlament einberufen und militärische Hilfe anfordern. Ich möchte Hilfe des Klerus ersuchen. Den rekrutieren wir. Ich glaube, der Inquisitor ist gut. Kann ein bisschen besser bekehren. Dann die Admin Power. Und hier. Gut, geben wir ihm den Admiralsrang. Auch wenn er wahrscheinlich oder möglicherweise gleich wieder rausfliegt. Wir haben sogar noch einen Inquisitor. Der neue wird nur günstiger sein.
und ist halt jünger. Dann nehme ich ihn trotzdem gleich rein. Sehr schön. Und das Geld, das wir gerade haben, kann ich mal gucken, verwenden, um zu gucken, ob wir eine Waffenmanufaktur bauen können, eine sinnvolle. Wir sehen hier nämlich ein paar Provinzen, wo es uns 0,5 Dukaten bringt. Und das ist gut, das ist sehr gut. Machen wir das doch mal. Aber eine reicht erstmal, wir haben nicht so viel Geld über. Okay, weiter geht's. Eigentlich kann ich hier schon fast Frieden schließen, denn zu viel mehr wird das hier nicht führen. Ich werde einfach mal alles, was ich habe, hier an Montenegro übertragen und wir gucken, was wir uns davon holen. Nehme ich euch mal kurz raus. Also Serbien will ich komplett annektieren, das ist klar. Was ich mit Bosnien mache, ist die Frage. Es kostet halt alles AE, das müssen wir bedenken. Ich könnte... Moment. Nein, es ist zu teuer, sie zu vasalisieren. Schade. Ich glaube, von denen nehme ich mir einfach noch Geld und zwinge sie dazu, das Bündnis aufzukündigen. Das reicht mir. Und Serbien wird dann direkt annektiert, komplett. Oh, das ist eine Menge Geld. 1000 Dukaten. Da habt ihr ordentlich was angespart, Serbien. Danke dafür. So viel zum Thema, wir können doch noch ein bisschen was bauen. Nehmen wir die anderen 50er Provinzen mit. Zack und zack. Haben wir noch eine? Für eine Waffenmanufaktur. Sieht nicht so ganz danach aus. Dann lasse ich es auch erstmal. Das wird jetzt schon ordentlich Geld reinspülen auf lange Sicht. Und jetzt ist die Frage, ob ich jetzt erstmal auf die nächste Tech warte. Aber ich glaube, nein. Die organisierte Rekrutierung hätte ich jetzt gerne, dass wir die Tulpenzeit bekommen und die Handelseffizienz erhöhen. Ja, machen wir so. Und dann gehen wir jetzt erstmal auf die nächste Tech. Oder je nachdem, wie es aussieht mit Kolonialismus. Aber gehen wir erstmal wahrscheinlich auf die nächste Tech und danach erst wieder auf Ideen. Aber gut, der nächste Krieg hier ist gewonnen. Koalitionskarte ist immer noch recht human. Jetzt wollten wir einen Noga integrieren. Und dann bin ich gespannt, was wir als nächstes für eine Mission bekommen. Es gab ja eine Mission, dass wir die Walachei erobern bzw. vasalisieren. Die würde ich tatsächlich gerne machen. Können wir nämlich zwei Vasallen füttern, unabhängig voneinander. Und ja, müssen einfach mal schauen. Ja. Okay. Stimmt. Jemen. Da war ja was. Da war ja noch ein anderer Krieg. Ich erinnere mich. Dunkel. Irgendwo. In weiter Ferne. Oh oh. Stopp. Das wäre nicht gut. Das wäre gar nicht gut. Oh, Abdulhamid ist gestorben. Unser Gemahl. Wir haben auch noch keinen Erben, fällt mir auf. Aber wir kriegen wieder Gold geschenkt. Sehr nett. Und wir kriegen die Festung. Ebenfalls sehr nett. Ich frage mich, ob wir Tajura fordern können, worauf wir einen Anspruch haben, ohne die Festung da unten zu erobern. Ich will nochmal da runter marschieren und nachgucken. Interesse habe ich auf jeden Fall an dem Ding. So. Gucken wir doch mal. Geht nicht, weil ich keine Festung habe. Ja, dachte ich mir fast. Würde ich mir das komplette Gebiet hier unten nehmen? Also ich weiß, dass ich den Jemen nicht komplett annektieren kann. Oder ich bezweifle es zumindest stark, dass es geht. Aber nehmen wir mal an, ich würde hier einmal so komplett... Moment, ich will die Insel da unten auf jeden Fall haben. Nehmen wir an, ich würde hier einmal so komplett durchziehen. Wäre es relativ teuer, aber trotzdem relativ unproblematisch. Okay, also ich will auf jeden Fall die Insel haben. Ich weiß noch nicht, ob ich das Zeug hier unten haben will. Aber ich glaube schon. Ich hätte gern die Festung da unten. Dann ignoriere ich nämlich jetzt einfach komplett das Thema, Ansprüche und hole mir einfach, was ich haben will. So, das können wir auch noch nehmen, das gebe ich dann auch noch an den Irak. Ja, und den Frieden werden wir dann fordern mit ein bisschen Gold. Gut, es wird sogar noch ein bisschen billiger hier unten, weil wir das Zeug erobern. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt weiter.
müssen wir halt noch ein bisschen warten, bis wir die Festung haben. Aber es geht doch sehr, sehr gut voran, wenn ihr mich fragt. Die arabische Halbinsel ist schon fast komplett unser. Enklave der Ungläubigen. Wir lassen sie in Frieden leben. Pietät, Techs werden günstiger. Gefällt mir. Und ich sollte meine Flotte hier wieder aufbauen. Verluste sind nicht gut. 10 neue Schiffe dafür bitte. Und wie sieht es eigentlich mit dem Limit aus? Okay, Flottenlimit, da geht nicht mehr. Da geht nicht viel mehr. Truppenlimit könnte ich ausbauen. Aber an Truppen habe ich weniger Interesse. Das passt. So. Du marschierst hier runter. Politischer Kampf des Ulema. Wir können ein wenig Dukaten ausgeben, Prestige. Dann kriegen sie Loyalität und verlieren Einfluss. Das ist immer gut, den Einfluss einzuschränken. Der Rest hier ist eher uninteressant gerade. Achso, aber ich wollte ja Ansprüche auf Ägypten fingieren. Oder vielleicht doch auf jemand anderen. Das ist immer die Frage. Wo ist es gerade am sinnvollsten? Gesehen, die Waffenruhe mit Persien endet auch schon bald wieder. Aber da haben wir natürlich noch keine neuen Ansprüche. Leider. Muss ich mir gleich gut überlegen zwischen den Folgen, wie ich weiter vorgehen will. Das ist halt das Schöne. Dieses ewige Vorausplanen. Wie sieht's denn mit Ansprüchen auf Moskau aus? Aber noch nicht besonders viele. Und ihr kommt nicht hinterher mit dem Chor, und ich merke schon. Wir haben Rajasan ein bisschen viel zugemutet, glaube ich. Kriegen keine Kernprovinzen mehr hin. Aber Nogai wird locker noch welche hinbekommen. Das heißt, ich würde quasi einmal Kampf gegen Moskau und dieses Gebiet komplett erobern. Hat Moskau Verbündete? Nein. Sehr schön. Dann weiß ich, welchen Krieg ich als nächstes führe. Und eventuell schlucken wir quasi nebenbei noch Gazikumuk. Das wäre auch noch eine Option. Beziehungsweise nicht eventuell, ich glaube, das mache ich jetzt. Ich brauche nur einen Anspruch da drauf. Nein, da habe ich den nicht. Habe ich wirklich gar keiner mehr einen Anspruch? Tatsache. Dann hole ich mir selber einen. Gut, weiter geht's. Immer dieses Hin- und Her-Jumpen, das ist auch mal so eine Sache. Auf der einen Seite voll konzentriert auf die eine Sache und dann rüber und da weiter und bla. Ihr kennt das. Ihr merkt es ja immer wieder. Und ich werde hier gleich auch Krieg gegen Ajuran führen. Blickt man überhaupt noch durch über meine Pläne? Ich bezweifle das. Ich tue es ja selber meistens nicht, weil ich viel zu viele Kriege parallel führe. Das kann, glaube ich, sehr verwirrend sein. Allgemein, was bei mir da oben vorgeht, kann manchmal sehr verwirrend sein, aber gerade in dem Fall. Und Kriegsausbilder. Verfall für Armeetraditionen gesenkt. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Bessere Generäle bedeutet das konkret für uns. Böhm möchte Militärzugang. Ich überlege gerade, ob wir diesen Admiral brauchen und ich bezweifle es stark. Ich habe nämlich nicht vor, in der nächsten Zeit gegen beispielsweise Kastilien oder so zu ziehen. Also nehme ich den mal raus. Oh, Rebellen. Im Irak. My friends, you have something to do. Marschiert mal oben rum. Ich gucke dann, ob ich mir den Militärzugang sichern kann gleich. Ansonsten wird's schwierig. Moskau fördert die Renaissance. Viel Spaß damit. Du kommst mal kurz heim. Oh, perfekt. Die kümmern sich selber drum. So viel dazu. Muss ich nichts mehr machen. Ja, wobei, wir müssen es noch erobern. Das ist aber ein Problem. Ja. Natsch lässt mich durch. Wir haben die Festung. Und sobald du daheim bist, kann ich die Forderung stellen. Ich gehe trotzdem noch mehr rüber wegen der Provinz. Aber okay. Ihr wollt belagern, dann belagert ihr. Eine weitere Provinz ist nicht drin, aber gut, das war zu erwarten. Wer ist denn potenziell dabei bei einer Koalition? Der Jemen, das Mamelukkenreich, Najd, Hormus und Gazikumuk. Alle
5 komplett irrelevant, weil so gut wie vernichtet. Selbst wenn die sich alle zusammen in einem Krieg zusammenschließen, sind sie so gut wie weg. Die haben keine Chance. Ich brauche für keinen davon eine volle Armee. Jedenfalls nicht unbedingt. Ihr wisst, was ich meine. Dementsprechend... Als... Okay. Machen wir lieber so. Und schlucken einen Großteil vom Jemen. So, das wäre erledigt. Oh, ich hoffe, ich kann mir das jetzt gerade noch leisten mit dem Korn. Und ich habe mich jetzt nicht verschätzt, aber es sollte hinhauen. Tut's auch. Okay. Gut. Mehr Provinzen für mich. Äthiopien hat dadurch tatsächlich kaum AE bekommen. Gut, Wasangali fällt jetzt gerade noch raus, weil die Waffenruhe mit denen noch eine Weile geht. Aber ich könnte jetzt anfangen, Ajuran zu erobern. Und ich glaube, das werde ich machen. Also nicht jetzt, aber in der nächsten Folge. Die dürften auch nicht zu mächtig sein eigentlich. Ja, die haben 12.000. Okay, das wird kein Problem sein. So, Suha wird vom Irak besetzt. Perfekt. Marschiert bitte wieder durch. Dankeschön. Stellt euch mal irgendwie da hoch oder so. Während die schon mal da unten kämpfen können. Ich habe mir gerade gedacht, wozu warten? Wozu klar definierte Grenzen setzen? Wir können jetzt schon mal Krieg erklären. Wird kein Problem sein, die zu schlagen. Marschieren wir gleich los nach Degehabur oder wie auch immer dieses Ding heißt. Doch, Degehabur, das klang richtig. Und ich würde sagen... Und kurz weiter. Zack. Durch den Krieg hat sich jetzt gerade nochmal unsere Pietät gesenkt. Das heißt, weniger Tech-Kosten für uns. Und... Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ich setze jetzt doch nochmal einen Cut. Wir kämpfen jetzt gegen Ajuran. Wir werden sie natürlich nicht annektieren können, aber wir werden ihnen eine ganze Menge Land abnehmen in dem Krieg. Und dann werde ich wahrscheinlich demnächst einfach mal so ein bisschen aufräumen. Wie gesagt, Gazikumuk hier möchte ich noch Krieg erklären, dass wir die jetzt einfach wegkriegen. Sobald ich den Anspruch habe. Dementsprechend schicke ich auch gleich dann den Diplomaten wieder hin. Und ja, Moskau etc. Wir sehen uns morgen. Haut rein, bis dahin und ciao.